So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu der neuen Folge der FIFA 18 Pack Opening Weekend League Reward Videos, was auch immer. Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin ein bisschen nervös. Wir öffnen heute zum allerersten Mal unsere Monthly Weekend League Rewards, sprich unsere Elite 1 Rewards. Ihr seht es im Hintergrund, hier. 113 Siege haben wir geholt, 112 Siege haben wir für Elite 1 gebraucht. Heißt, wir kriegen heute 20 rote Informs. 59 gibt es, die man ziehen kann, die einen 81er Rating haben oder mehr. Und wir jetzt werden davon 20 Stück ziehen. Ich habe mal was Kleines vorbereitet hier, professionell wie ich bin. Im Hintergrund seht ihr nämlich schon mal so die Top 10, die man ziehen kann, rein vom Rating. Unter anderem 92er Lewandowski, 91er De Gea, 90er Sanchez, 90er De Bruyne, der unfassbar stark in unser Team passen würde, genauso De Gea. Thiago, Handanovic, Iniesta, Eriksen, Isco, Kane ist noch direkt hinter mir. Dann hast du noch Gabriel Jesus und wie sie nicht alle heißen. Heißt, durchaus eine gute Möglichkeit heute in den Monthly Rewards was richtig Geiles zu ziehen. In dem Sinn, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Drückt die Daumen, dass es was Besseres wird als im gestrigen Video in den Weekly Rewards, als wir Borja Valero und Koke gezogen haben. Und bevor wir gleich das Pack öffnen, nochmal die kleine Info. Wir haben einen im Chat, wir sind ja gerade live auf Twitch, wenn ich das Video aufnehme. Eine Prediction gemacht. Das ist die Prediction von den 20 Spielern, die wir denken, dass wir die ziehen werden. Als beste Spieler Thiago und Iniesta als LM, die halt beide geil sind, gar keine Frage, aber überhaupt nicht in mein Team reinpassen. Genauso ein Kane, der geil ist, aber nicht reinpasst. Na, von dem her mal schauen. Also wenn wir die ziehen, wäre es schon ziemlich schlecht. Also, geht besser. Aber gut, mal schauen, wie viele wir von den 20 Spielern richtig predicted haben. Ich hoffe, wir haben gar keinen einzigen predicted. Das wäre geil. In dem Sinn, wir schnacken nicht lang rum. 20 rote Informs. Das erste Monthly Reward Set und wahrscheinlich das erste auch oder das letzte fast noch, was wir in diesem Jahr aufmachen. Weil die nächste Weekend League kann ich ja nicht spielen im Monat. Da werden wir leider nichts Gutes erreichen. 81 oder höher, Jungs. Jetzt heißt bitte Daumen drücken. Ey. Bitte, EA. Wir haben uns einen Monat lang den Arsch abgeschwitzt. Wenn jetzt nichts Gutes kommt, dann bin ich halt so verloren. Dann bin ich halt so verloren. Wir öffnen es, Jungs. Drei. Nee, nochmal ganz kurz. Eriksen, Jesus, De Bruyne. Einer von den dreien und Matuidi. Und De Gea. Das wäre überragend. Wir öffnen es. Ich bin aufgeregt. Boah, das ist nur ein Packschlappi. Das ist nur ein Spiel. Was bin ich so nervös? 3, 2, 1, go. Es gibt kein Zurück mehr. Das Pack öffnet sich. Komm schon, EA. Bitte, Mann. Bitte, 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 bitte. Deutscher? Kimmich? Kimmich als Bester. Okay, alles gut, wir entspannen uns. Kein Eriksner, kein De Bruyne. Kimmich mit einer 86 als bester Spieler, den wir gezogen haben. Es kann noch gut werden. Es kann noch gut werden. Eventuell ziehen wir noch einen Jesus, einen Zaha und Co. Aber das... Erstmal was trinken, Freunde. Ich meine, die Karte ist nicht schlecht, ja, aber das ist halt... Wenn jetzt nicht Jesus drin ist... Wenn jetzt nicht Jesus drin ist, wen gibt's noch von den 85ern? Also, alleine schon alle, die ich euch eingeblendet habe, die sind halt alle schon mal nicht. Wenn jetzt kein Jesus drin ist, dann hab ich FIFA durch, dann kann ich weinen gehen. Dann war der Monat umsonst. Bitte, Jesus. Soll ich skippen, Jungs? Komm schon. 3, 2, 1. Bitte, Jesus, Mann. Yes! Jesus ist da! Oh! Let's fucking go! Immerhin der rote Jesus. Das ist gut. Das tut gut. Das tut gut. Oh mein Gott. Okay, wir haben Jesus, wir haben unter anderem noch Sterling, wir haben natürlich Bastos, es war abzusehen. Kramaric, haben wir Wagner. Fellaini. Moi. Alessandrini, Supersub auch nicht schlecht, Wagner auch noch. Ey, was, das Set ist doch nicht so schlecht. Keinen einzigen 81er, was krass ist. Aber Wagner ist geil, Alessandrini ist geil, Fellaini ist ganz nice. Lichtsteiner ist auch noch ganz okay von den Stats. Jesus ist nice. Viele, viele 84er. Sterling kann man nochmal spielen. Und Kimmich kann man auch spielen. Also alle, die ich jetzt mal hochgemacht habe, würde ich sagen, sind durchaus stark. Mahrez vielleicht auch noch so ein bisschen, aber nicht... vielleicht eher nicht so im RF oder RS.
Also ich würde sagen, dafür, dass wir erst nur Kimmich drin hatten. Ja, dass wir dadurch, dass wir nur Kimmich erst hatten als besten Spieler, wenn man das aus der Sichtweise sieht, dann war es wieder ganz gut, dass noch Sterling und vor allem Jesus drin ist. Der Jesus wird halt so unfassbar abgehen bei uns. Den haben wir halt aktuell schon im Team. Besser geht's halt nicht. Besser geht's halt nicht. Immerhin der. Boah, wenn der nicht drin gewesen wäre, dann wäre es ein Scheißpack. So ist es immerhin ein ganz ordentliches, weil dann kann ich meinen Inform-Jesus verkaufen und der ist irgendwie einiges wert. Das passt. Okay, nehmen wir mal alle mit in den Verein, Jungs. Jetzt aus Versehen noch alle abstoßen. Das wäre zu krass. Und dann gucken wir mal, wie viele wir richtig predicted haben. Ja, das war eine starke Prediction. Insgesamt 5. 5 von 20 haben wir richtig predicted. Ja, gut. Oder es sind 5, ne? Bevor ich mich verzähle. Ja, 5. Wir haben halt auch nicht mal den Torwart gezogen. Wir haben halt keinen roten Torwart gezogen, was schon krass ist. Aber vor allem Jesus, Jungs. Wisst ihr, das machen wir jetzt noch schnell on Video auf YouTube. Passt auf, schaut euch das an. Subday heißt das Team noch. Und dann heißt's, meine Damen und Herren, ich darf begrüßen. Jesus, schauen wir mal ganz schnell nach. Gekauft für 330. Der Mann ist noch wert. Ja, 300k. Heißt mit Hunter auf die Transferliste. Und dann suchen wir mal ganz entspannt nach einem brasilianischen Stürmer aus der Premier League. Von meinem absoluten Hassverein eigentlich. Manchester City. Und dann ist er da. Und dann sieht das doch schon ein bisschen farbenfroh aus. Fies Goodman. Und auf die Bank können wir noch schnell alles Sandrini packen. Statt irgendwie Hazard oder so. Das ist auch nochmal ein super, super Sub. Ein super, super Sub. Ist der damit dabei oder schreibt man den? Ne, den schreibt man so. Sehr, 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 sehr fein. Naja. In dem Sinn würde ich sagen, war es das soweit von mir für heute, Jungs. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Immerhin Jesus, da bin ich mehr als zufriedener. Der Rest ganz okay, aber leider keinen von den ganz big, 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 big Boys. Wie Eriksen, ihr seht, den hätten wir gebrauchen können oder De Bruyne. Aber Jesus ist gut genug. In dem Sinn, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich bin raus, wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!